Der geht ganz schön runter hinter mir. Das kriegt man gar nicht so mit. Das ist so im Pischer-Dusch-Style hier. Moment. Kann ich nicht bleiben, tut mir leid. Ja. Ich glaube, ich muss auch hier weg. Ich muss hier weg, Sebastian. Sonst kannst du hier gar nicht hin. So. Okay. So, wir haben jetzt hier so ein kleines, aussichtsreiches Plateau erreicht. Blick auf San Martino. Ja, beim ersten Mal hochklettern wissen wir nie, wann zu Ende ist. Das ist ja doof. Aber wir sehen hier auf gleicher Höhe etwa die Station von dieser Rosetta-Gondelbahn. Also kann es nicht mehr ganz so weit sein. So. Ja, ist er halt? Ja. Sind der dritte? Ja. Okay. Ja, ich bin ja noch ein bisschen länger. Müsste dann eigentlich gehen. Ich weiß, wie ich hier rumkommen soll. Ja. Da müssten aber auch ein paar Tritte sein. Ach, hier, hier. Oh, wo? Ich da drauf gehen. Ja. Nee. Zieh. Das ist jetzt zunehmend ein bisschen schwieriger. Unten war alles so im B-Bereich. Jetzt ist es im C-Bereich. Das ist jetzt der berühmte Kamin. Ich lehne gerade mit dem Rucksack hinten auf der anderen Seite. Hier muss man sich wie bekloppt hochziehen. So Leute, das ist die Schlüsselstelle hier. Senkrechter Kamin, sehr trittarm, anstrengend, ohne Ende. Da geht es wirklich senkrecht runter, so 4-5 Meter diesen Kamin hoch. Unten sind noch ein paar Sprossen, oben nicht mehr. Und da oben, kann ich jetzt nicht genau zeigen, geht's weiter. Halleluja, Leute. Also hier senkrecht rauf, hier hoch. Und weiter ziemlich steil rauf. Aber die Hauptschwierigkeiten haben wir. Na, laut Topo kommen jetzt noch ein paar A, B, B-Stellen. Und dann sind wir oben. Dann kommst du auf so ein Plateau. Ja, nach dem Kamin hier. Ich hoffe es. Na, wir haben ja alles Gepäck festgeschnallt. Du kannst also ruhig dich da ein bisschen durchpressen. Da dürfte nicht abrutschen. Das müsste eigentlich gehen. Vorsicht. Da sind ja nochmal 1000 Meter hoch. Noch höher. Wie ich sehen. Ich muss es selbst gesehen haben. Man muss dann ja irgendwie auch da hochziehen können. Ja. Weiß man auch nicht wie. Ich auch nicht. Halleluja. Nimm nur einen und dann hakst du oben den anderen ein. Wie soll ich hier hochkommen? Ich weiß es nicht. Zerren. Bis der Arzt kommt. Ich habe hier keinen Halt. Nirgendwo einen Halt. Nimm, ich tritt doch auf den Stein. Mit dem linken Fuß oben auf den Stein. Links ist ein Stein, genau. Ich muss erstmal rauskommen. Da, und jetzt kannst du mit dem rechten auf die. Genau, und dann mit dem linken, da ist wieder ein Tritt. Auf der gleichen Höhe etwa. Ist so eine kleine Schneise, genau. Ja, okay. So, jetzt hast du ein Problem. Mehr weiß ich nicht.
Doch, ja. Ja, ja, Mini-Tritt. Und hier oben kannst du. Oh. Blick ist super. Hier auf der Kante. So, es ist einfach, Alter. Oder Zeit. So, Leute. Ich hoffe, dass es da vorbei ist, da oben, wo der Gunnar steht. Hier ist jetzt eine markante Scharte, die man hier sieht. Ich mach mal eben hier rum, damit ich nicht runterfallen lasse. Meine Arme zittern nämlich schon ein bisschen. Da sind wir gerade rumgekommen rechts. Es ging fast nur vertikal hoch. Hier steht so ein markanter, dünner Turm. Es wird für Kletterer. Schöne Herausforderung. Ein falscher Tritt und das war's. Und hier hoffe ich, dass es gleich vorbei ist. Und dann wird erstmal was getrunken. Ganz klarer K4 ist das. Das ist kein K3. Der ist härter als der Marino Bianchi. Und härter als der Boese-Kofel, weil der viel länger ist. Der Boese-Kofel ist kurz und hat nur ein, zwei knackige Stellen. Hier sind einige und der ist super lang. Ist echt hart, der Steig. Da geht er noch her. Guck mal da. Ach, da ist eine Hütte. Ist das die? Das ist das Biwak. Ah. Nee, ich werde keine Tour da. Ich werde verrückt. Das ist erstmal war das schön anstrengend. Ich, ich fühle mich wie gerädert. Doch. Ist das eine Qual. Doch. Ja, wir stehen jetzt auf fast 3000 Metern. Das ist der Normalweg auf den Gipfel. Den haben wir geknickt. Da geht nichts mehr. Ich mache jetzt hier erstmal Pause.